Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, einsam wacht, nur das traute, hochheilige Paar. Ich hab noch eins. O Tannenbaum, o Tannenbaum, der Opa hängt am Gartenzaun. Oh, ihr Lieben, ja, das hat man noch bei uns in der Grundschule gesungen, mit dem Opa am Gartenzaun. Weihnachten, eine schöne Zeit, oder? Der Fokus tituliert Gewalt an Weihnachten, die gefährliche Zeit des Jahres. Ja, ihr Lieben, da wo stille Nacht ist, da sind Familienspannungen, da die sich an den Festtagstischen entladen, die noch größere räumliche Enge, wenn viele Mitglieder da sind. Der organisatorische Stress von Weihnachtsglück aufgedrehte oder von der Bescherungsenttäuschung frustrierte Kinder, die enthemmende Wirkung von Alkohol, die existenzielle Überreiztheit, die manche nun nach fast einem Jahr Corona-Krise erleben, das alles kulminiert an Heiligabend in eine lebensbedrohliche Situation. So zumindest das Zitat von Focus aus einer kürzlichen Veröffentlichung. Komisch, oder? Schon irgendwie merkwürdig. Dabei heißt es doch Weihnachten, das Fest der Liebe, das Fest der Besinnlichkeit etc. Tja, und die Kriminalität unter den christlichen Menschen steigt sprunghaft an. Ach, würden sich die zugewanderten Mitmenschen doch dem Christentum und der Traditionen anschließen. Oder? Scheint nicht so. Frohlockend, denn der Heiland ist uns geboren. Oder etwa nicht? Ein Blick, meine lieben Mitmenschen, ja, auf die historischen Gegebenheiten. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh und herzlich willkommen zu Kalima TV. An Weihnachten feiern die Christen die Geburt Jesu. So heißt es doch, oder? Den sie als zweite Person der Trinität und somit als Gott sehen oder auch machen. Doch stimmt das? Ist Jesus wirklich am 24.12. geboren, an Weihnachtsabend? Oder ist es der 25. am Morgen, wie zum Beispiel in den USA? Oder ist es wie nach der orthodoxen Kirche der 6.1. eigentlich? Scheint wohl regional und kirchlich verschieden gehandhabt zu werden. Ne? Also ist jetzt der 24., der 25. oder doch der 6.1. Je nachdem, zu wem ihr gehört, feiert ihr das oder auch nicht oder an einem anderen Tag. Spannend, mal wieder spannend. Ja? Also nicht nur innerhalb der Kirchen, sondern auch regional wird da anscheinend sehr stark unterschieden. Das Geburtstag von Jesus. Das ist auch so wichtig. Weihnachten zeigt also beispielhaft auf, dass das Christentum eine synkretistische Religion, also aus heidnischen Kulten zusammengesetzt ist. Wie gesagt, schauen wir uns das mal unter historischen Aspekten an. Der Feiertag, den wir jetzt so kennen, ist erstmals um 336 nach Christus in Rom belegt. Also wir sehen nicht mal, Jesus hat irgendwie zu seinen Jüngern gesagt, ey, das war mein Geburtstag, also denkt du immer dran an mich und beschenkt euch und macht und tut. Nein. Das Fest hatte sogar, wenn man genau guckt, einen heidnischen Hintergrund oder sogar mehrere heidnische Hintergründe. Im Jahr 275 nach Christus war in Rom diese Wintersonnenwende, hat man bestimmt schon mal gehört, der Kult des Sol Invictus, so gesagt, eingeführt worden. Am gleichen Tag wurde auch die Geburt der römischen Mithras-Gottheit gedacht. Also Mithras, war anscheinend noch wichtiger wie Jesus zu der damaligen Zeit und war auch halt irgendwie zufällig da so, ne, der Geburtstag. So, ein Zitat. Der christliche Schriftsteller Mario Righetti
gibt zu, dass die römische Kirche den 25. Dezember als Fest der Geburt Christi einführte, um die heidnischen Massen von ihrem Fest zur Geburt der unbesiegbaren Sonne, nämlich Mithras, des Eroberers der Finsternis, abzulenken und ihnen die Annahme des christlichen Glaubens zu erleichtern. Könnt ihr nachlesen in Manual of Liturgical History, 1955, Band 2, Seite 67. Jetzt noch ein paar Zitate zur Weihnachten, zur Geschichte. Zitat: Heidnische Römer feierten am 25. Dezember den Natalis Sol Invicti, den Geburtstag der unbesiegbaren Sonne. Könnt ihr auch nachlesen an der Evangelischen Lexikon für Theologie und Gemeinde, Band 3, Seite 2136. Nach der wahrscheinlicheren religionsgeschichtlichen Hypothesen erklärt sich das Datum von Weihnachten als christliches Pendant zum paganen Kult des Sol Invictus zur Wintersonnenwende. Das von Kaiser Aurelian 275 nach Christus eingeführte Staatsfest, das die neue Geburt, in Klammern Natalis, der vom Winterdunkel nicht besiegbaren Sonne feiert. Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaften ist hier die Quelle. Also, das Ziel der Kirche war stets, Heiden für das Christentum zu gewinnen. So entschied man im 4. Jahrhundert kurzerhand das Fest zu widmen. Als Einladungsgeschenk. Kommt, wir sind gar nicht so verschieden. Kommt, wir rücken alle ein bisschen zusammen. Ach, du feierst da an was am 25. Ja, wir feiern da jetzt auch etwas. Ach, der Bischof von Rom setzte erstmals dieses Fest des unbesiegbaren Sonnengottes als den Geburtstag des Messias im Jahr 354 nach Christus auf den 25. Dezember fest. Seither feiern die Christen statt der Wintersonnenwende den Geburtstag des Jesuskindes am 25. Dezember. Hierdurch sehen wir eigentlich ganz klar und deutlich, dass die Urchristen die Geburt Jesus nicht gefeiert haben und schon gar nicht am 25. Dezember. Kirchenväter wie zum Beispiel Ignatius von Antiochien, Clemens von Alexandrien, Hippolyt unter anderem sprechen sich gegen dieses Datum aus. Tatsächlich ist es so, dass Gott den Menschen in der Bibel mehrfach verboten hat, heidnische Feste zu feiern und sich ihren Bräuchen anzupassen. Der nachfolgende Bibelvers spricht eigentlich für sich selbst. Wir lesen im 5. Moses, Kapitel 12, 29 bis 31. Wenn der Herr, dein Gott, die Heiden vor dir her ausrottet, da, wo du hinkommst, sie zu beerben, und wenn du sie beerbt hast und in ihrem Lande wohnst, so hüte dich davor, verstrickt zu werden, dadurch, dass du sie nachahmst, da sie doch vor dir her vertilgt worden sind, und ihren Göttern nachzufragen und zu sprechen. Wie dienten diese Heiden ihren Göttern? Ich will auch also tun. Du sollst nicht also tun, den Herrn, dein Gott, denn alles, was ein Greuel ist für den Herrn und was er hasst, haben sie ihren Göttern getan. Ja, sogar ihre Söhne und ihre Töchter haben sie ihren Göttern mit Feuer verbrannt. Ach, auch hier, auch im Islam kennen wir das. Es wird verboten oder untersagt, dass du den Bräuchen nachahmst. Es gibt nur einen Gott, du sollst keine anderen Götter verehren. Ich bitte euch, besinnt euch, reflektiert, schaut selber nach, sogar in der Welt, die Zeit, und ihr könnt es alle schon lesen, ist ganz klar ersichtlich, dass das Weihnachtsfest, wie ihr es heute kennt, mit den ganzen Bräuchen, mit Tannenbaum und weiß der Kuckuck irgendetwas, mit Baumschmücken und so weiter, nichts mit der Geschichte Jesus zu tun hat und auch gar nicht auf ihn zurückgeht. Auch nicht, dass da gefeiert wird. Es haben die ersten Christen nicht gemacht. Es steht auch nichts dazu da in der Bibel. Auch Jesus hat nichts dergleichen gesagt. So, jetzt gibt es noch etwas, was ich noch mitgeben will. Vielleicht ein kleiner Gedanke. Denkt mal drüber nach. Jeremia sagt im 10. Kapitel 2 bis 4. So spricht der Herr, in Großbuchstaben. Ihr sollt nicht nach der Heidenweise lernen und sollt euch nicht fürchten vor den Zeichen des Himmels, wie die Heiden sich fürchten. Denn der Heiden Satzungen sind lauter nichts. Denn sie hauen im Walde einen Baum und der Werkmeister macht Götter mit dem Beil und schmückt sie mit Silber und
Gold und heftet sie mit Nägeln und Hämmern, dass sie nicht umfallen. Es sind ja nichts als überzogene Säulen. Merkt ihr was? Hauen da im Wald Bäume, schmücken sie und so weiter und so fort. Wie viele Tannenbäume werden in den Städten, in den Großstädten prächtig dargestellt? Noch größer muss er sein. Schaut mal ins Weiße Haus. Es ist unglaublich. Schaut mal nach Berlin, schaut mal nach München, ja, Frankfurt. Was für große Tannenbäume da gestellt werden. Ja, und prächtig muss sein und ein Stern muss obendrauf sein. Das hat nichts damit zu tun. Deswegen lade ich euch ein. Sure 19, Vers 34. Das ist Jesus, Sohn Marias, als Wort der Wahrheit, über das sie uneins sind. Es steht Gott nicht an, einen Sohn anzunehmen. Gepriesen sei er. Und Jesus spricht im Koran ganz klar. Vergleich Sure 19, 29 bis 30. Er sprach, Jesus, siehe, ich bin der Knecht Gottes. Er gab mir das Buch und machte mich zum Propheten. Das ist meine Einladung an euch. Bitte denkt nach, bitte besinnt euch. Ich meine es gut. In diesem Sinne, Assalamu alaikum, rahmatullahi, barakatuh. Alif Lam Mim. Zalika al-kitabu la rayba fi.